Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect Andromeda. Wir sind auf dem neuen Planeten und ja, es ist ein bisschen, ja, außergewöhnlich, sage ich mal. Tentakelpflanzen, komische Bodenbewachsung, fliegende Berge, und das müssen wir jetzt erkunden. Da ist unsere Kommeinheit. Ja. Kommunikationsrelais. Das Ding ist hinüber. Muss beim Aufprall passiert sein. Das erklärt, warum wir unsere SAM-Verbindung verloren haben. Ja. Riesige Pilze. Ich komme vor, als wäre ich in Skyrim. Oh, kleiner Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Verstanden. Ah. Da ist ja eine schöne Welt, ne? Ist ja eine schöne goldene Welt. Man kann nicht atmen. Denken Sie, diese Energiewolke, die wir gesehen haben, könnte das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja, sie ist eben eine krasse Wolke. Eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Weitere Mitglieder des Pathfinder-Teams finden. Ach so. Ja. Nett. Dunkle Materie oder was das war. Oh. Was zum Teufel ist das? Na los, kommen Sie. Wir müssen da durch. Sprinten? Das ist doch verrückt. Willkommen auf Habitat 7. WTF. Was halt ist in das? Bewegung. Ja, ein Blitz soll ja viel Energie haben, sieht sagt aus, man. Als wäre es da drunter sicherer. Ist das real? Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt? Was ist mit Ihrer Waffe? Sie sollten überprüfen, ob sie funktioniert. Schießen Sie mal auf diese Treibstoffzelle. Sie ist sowieso im Arsch. Okay. Sehen Sie sich das an. Da oben fliegt irgendwas. Oh, wow. Hier leben Drachen. Cora wird es lieben. Ach da. Ach ja. Ich würde sagen, sie funktioniert. Ja, immerhin. Oh Mann, da! Ist das eine komische Wenn Welt. Wenn wir diese Felswand hochkommen, haben wir unsere erhöhte Position. Was Na los! Hier? Ich bin nicht sicher, ob es hier sinnvoll ist, das höchste Objekt zu sein. Was ist das? Was ist das? Hä? Ich weiß nicht, was das war oder ich oder... Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig. Dann mal los. Ah, es vergeht. Ich glaube, ich würde lieber abstürzen, als vom Blitz getroffen zu werden. Gibt es hier vielleicht Noch irgendwas? Mehr leuchtende Pilze. Machen die diese Geräusche? Nein. Die kommen aus dem Inneren des Berges. Es ist ja trotz, dass das kein Rollenspiel, aber kein Open-World-Rollenspiel ist, interessant, finde ich immer so sich diese ganzen Sachen anzugucken. Oh, wie kommen wir denn da jetzt hoch? Wie hat mein Dad sie gefunden? Ich war ein Cop und später in einer Spezialeinheit. Echt? Ich erzähle ihm die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Wenn wir Hopfen anbauen können. Oh, und das? Das wird knapp! Oh mein Gott! Lil. Aha. Ja, da bin ich einmal gestorben bisher. Oh mein Gott, das wird niemals klappen! Ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Na toll. Halten Sie leer, wenn Sie auf eine... Nicht daran festzuhalten und hochzuziehen. Machen Sie mal Platz. Danke. Was zum Teufel ist das? Ein Rätsel, das wir lösen müssen. Keine Ahnung. Aber wir werden es rausfinden. Sie klingen wie Ihr alter Herr. Er hatte recht. Irgendwie.
Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Nur was? Eins nach dem anderen. Ryder, das ist Fischer. Warten Sie. Dort. Das Erstkontaktprotokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feindbeschuss. Sowas schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Wir befolgen das Protokoll. Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Wir stellen uns auf das Schlimmste ein. Was ja auch meistens eintritt. Ein Wort und ich eröffne das Feuer. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Wie kann ich mich denn ducken? Ich komme zurück! Scheiße, Sie sehen Fischer! Ich verstehe nicht! Neuer Schuld! Er sieht uns! Wir verstehen Sie nicht! Geben Sie uns unseren Mann, sonst wird's hässlich! Gussard! Was macht... Neuer Schuld! Zollerat! Hilfe! Oh Gott. Wow. Tödliche Gewalt angewendet. Tut mir leid, dass ich gestört habe. Tut mir leid, Fischer. Ich hätte nicht zögern dürfen. Ich war mir nur nicht sicher. Wir auch. Das war absurd. Zumindest wissen wir jetzt, was Sache ist. Es gibt hier Aliens, die uns töten wollen. Wir wissen noch nicht mal, was sie wollen. So wie Sie sie behandelt haben? Blutproben, würde ich sagen. Ich hatte gehofft, es läuft besser. So sollte ein Erstkontakt nicht ablaufen. Hatte ich mir so nicht vorgestellt. Das war deren Schuld. Aber vielleicht läuft's ja nächstes Mal besser. Ja, hier können ja nicht alle so mies drauf sein. Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, mein Bein! Geht's? Ah, ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Wow, sehen Sie sich die Leichen an. Was sind das für Dinger? Das fragen wir uns alle, glaube ich. Ja, was ist denn mein Ziel? Toten in Alien scannen. Wie ging das denn nochmal? Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Ach, mit G. Wir finden es schon. Allerdings sollten wir die Gegend vorher vielleicht ein wenig auskundschaften. Sie sind der Aufklärungsexperte. Mach ihn. Natürlich. So war das. Ich habe hier keinen Kontakt zu Sam, aber ich versuche mal daraus schlau zu werden. Sie sind DNA-basiert. Und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Aha, verdienen Sie Forschungsdatenpunkte, indem Sie unbekannte Technologien etc. scannen. Was passiert hier? Was passiert? Ich höre doch Schüsse oder sowas. Aber kann ich diese Dinger denn bei allen? In der relevanten Daten. Kann ich bei Menschen nutzen? Oh mein Gott, was geschieht hier? Öffnen wir den Behälter. Alles nehmen. Schildkondensatoren, Brandmunition. Ja, nehmen wir alles, ne? Oder weitere Mitglieder finden. Okay. Ja, was sind diese Dinger? Munition aufgenommen. Ach so. Ups.
Das wollte ich nicht. Komische Dinge, die hier geschehen. So, wo geht's hier lang? Kirkland! Bitte, ich ergebe mich! Ich sagte, ich ergebe mich! Sie haben ihn erschossen! Ja, das würde ich sagen, ist feindlicher Kontakt. Bin direkt hinter ihnen! Oh! Jetzt wüsste ich mir gerne. Ah, so funktioniert das, wie alt gewohnt. Wenn Sie einen Kampf wollen, können Sie ihn haben. Nee. Wow, 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 wow. Einer ist da noch. Das war der letzte. Ich fasse es nicht, dass das hier wirklich passiert. Hat Kirkland es geschafft? Kirkland! Kirkland! Keine Vitalzeichen. Sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Er wollte sich ergeben. Wieso haben Sie ihn getötet? Würden wir anders mit Ihnen umgehen, wenn Sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Na, wunderbar. Ah, zwei Waffen. Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Ich hoffe nur, Greer ist noch am Leben. Trotzdem, sehen Sie sich nur diese Architektur an. Das ist einfach unglaublich. Ja. Ach so, immer wenn ich das... Wenn das kommt, kann ich was... Sowas habe ich noch nie gesehen. Okay. Es sieht aus, als wäre es mindestens 300 oder 400 Jahre alt. Die Archen sind vor 600 Jahren aufgebrochen, richtig? Ja. Unsere Langstreckenscans hätten das hier nicht angezeigt. Diese Gebäude, dieser Turm. Vielleicht war das alles noch nicht da, als wir die Milchstraße verlassen haben. Das ist alles wirklich. Was? Scheiße, haben Sie das gehört? Ja. Was zum Teufel? Da, pass es auf! Was ist das für ein Ding? Okay. Es ist tot. Was auch immer es war. Wie konnte es... Es ist vollständig organisch. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Wow. Dann ist die Tarnung also biologisch? Ja. Erstaunlich. Okay, interessant. Diese ganze Welt ist interessant. Hey, sehen Sie mal, Signalraketen, da drüben! Das könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nav-Punkt. Mhm. Was sind unsere Aufgaben? Achso, haben wir ja schon. Wir finden den Signalraketen nachgehen. Ja, das ist mein Ziel. Oh, was haben wir denn hier? Was denken Sie, ist da unten? Noch mehr Möglichkeiten, einen qualvollen Tod zu sterben? Vielleicht kommen wir mit den Jetpacks rüber. Vielleicht. Erstmal würde ich gerne wissen, was das ist. Ja, was war da gerade? Hä? Ja. Kommt dieses Geräusch von unten? Alien-Götter der Unterwelt? Sagen Sie doch sowas nicht. Ich glaube, das sind Maschinen. Man spürt die Vibration. Ha, diese Ausmaße. Wer hat das alles gebaut? Alien-Götter. Hm. Also irgendwie funktioniert das mit dem, Springen und so noch nicht so perfekt, ne?
Da hat EA mit Mars, Wurst jetzt schon mal was Besseres gemacht. So, ja, alles nehmen. Lohnt sich ja immer alles zu nehmen. Ist ein Gegner? Ist ja aber keiner. Ach doch, da unten. Ah, okay, die sind also nicht feindlich zueinander. Ryder, vor uns sind noch mehr dieser Aliens. Ah ja. Sie haben uns gesehen. Ja, gut. Es geht los. Sie haben es nicht so mitreden, was? Nee, nicht wirklich. Hallo. Achtung. Oh, es ist Sie setzen noch diese Tiere ein. Vorsicht. Das heißt, sie sich. Tiere sind also von denen domestizierte Wesen. Alles klar bei Ihnen? Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ah, da hinten ist noch einer. Oh. Na? Ich hätte gerne mal wieder eine Munitionskiste, scheinbar. Oder eine Regeneration der Gesundheit. Ich weiß nicht, wann die kommt. Das wäre erledigt. Wow, Sie machen das ziemlich gut, Ryder. Tja. Ich habe ein Masseneffektportal bewacht. Ich wünschte, wir hätten so eins für die Archen gehabt. Ich frage mich, was diese Kerle hier wollten. Sie sind offenbar abgestürzt. Das ist keines unserer Schiffe. Hm. Pistole, Magazine, die Waffenkapazität, dass mehr Schüsse abgefeuert werden können, ja. Okay, kann man die Waffen also modden, das ist ja immer ganz gut. Und sowas gibt, was gibt's hier? SG schafft. Die Frage ist, wie kann ich die direkt, kann ich die irgendwie verbessern oder so? Direkt? Oder muss ich das irgendwie so in der Waffenbank oder so machen? Das abgestürzte Alienschiff untersuchen. Ja, gut. Machen wir mal. Was haben wir da? Das ist Nahrung, denke ich. Von hier kann sie nicht stammen. Auf diesem Planeten wächst überhaupt nichts. Also schaffen sie sie vermutlich von einer anderen Welt hierher. Das heißt, es gibt in diesem Cluster noch mehr von denen? Ätzende Vorstellung. Sehr ungemütlich, die Vorstellung. Umfunktionierung im Feld. Hä? So, wir haben immer noch Gottes Willen viele Ziele. Ich weiß auch immer nicht, wo ich lang muss. Ist ja alles irgendwie nicht mehr so. Ryder, da drüben ist eine Art Höhle. Die hätte ich auch so gesehen. Ist nicht mehr so schlauförmig, dass man nicht weiß, wo man lang muss. Ist auch ja natürlich gut. Aber auch ein bisschen, ja. Sehen Sie sich das an? Das sieht schon eher nach der goldenen Welt aus, die mein Vater erwartet hatte. Dann waren die Langstreckenscans korrekt? Das hier hätte eine Heimat für uns sein können? Ja, vor 600 Jahren. Aber dann, wer weiß. Was ist das? Ein totes Tier, gefangen in einer Art Falle. Und es ist noch nicht lange her. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls ja, sind sie zu niemandem nett. Oder sie sind am Verhungern. Und was ist das für ein Baum? Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist, gibt es definitiv Anzeichen für zelluläre Mutation. Er hat überlebt. Ich schätze, das macht ihm zum Alpha-Baum, was? Ja. Aber was ist aus all seinen Freunden da draußen geworden?
Tja, das ist die große Frage. Wie ist das hier überhaupt möglich? Es könnte ein extremes Beispiel für ein Mikroklima sein. Vielleicht wurde es ja all die Jahre durch die Höhle geschützt. Während der Rest des Planeten gestorben ist? Da draußen ist irgendwas Übles passiert. Aber das heißt auch, dass es Hoffnung gibt. Das Leben, wie wir es kennen, kann in Andromeda gedeihen. Ist da noch mehr Pflanzen, die wir irgendwie scannen können? Ich will jetzt irgendwie alles scannen. Das ist halt schon riesig, ne? So, kann ich darüber? Jo. Oder sind wir jetzt mittlerweile einmal im Kreis gelaufen? Ich kann das nicht so genau erkennen. Ich weiß auch nicht, ob wir unendlich von unserem Tank haben oder ob der begrenzt ist fürs Springen und so. Das wüsste ich auch mal gerne. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal einen Cut. Bis dahin und tschüss.